Während ihr hört, wie er ihre Liturgie gestimmt hat und zu Hesinde und Satuaria betet, beide miteinander verflechtet, diese ja, hesindischen Gefälligkeiten mit der sächsischen Tradition und dem maraskanischen Lautstärke durchsetzt, Oltax selber anfangen, seine Rituale zu wirken, doch so sehr unterschiedlich sind von der. Ja, ich würde tatsächlich erst eine Menge an Schnee aufhäufen, verschiedene kleinere und größere Schneehügelchen machen, in der Mitte einen sehr großen, da würde ich auch Isarun bitten, dass sie mir hilft, hier genug Schnee aufzutürmen. Ich würde mich waschen und reinigen mit dem Neuschnee auf meiner Haut. Ich würde die kalte Luft einatmen und wieder ausatmen, mich von der Kälte erfassen lassen. Mich dann in den Schnee stellen und einen mächtigen Djinn des Eises rufen. Lasse Kraft in das Eis fahren, konzentriere mich darauf, die elementare Macht zu spüren und langsam flockt der Schnee auf, bildet sich um das im zentralen Teil des Kreises liegende Schneehäufchen eine mächtige Gestalt, ein Djinn des Eises. Wenn du dein Ritual beginnst und Isarun dabei zusehen kann, könnt ihr bekommen, wie herum, vor allem aus den nördlichen Serdenwäldern, oder zu schreiten beginnt. Es ist dunkel geworden. Schnee liegt immer noch um euch herum, den Boltax jetzt gerade zusammenstürmt, aber Boltax murmelt wohl auch irgendwie nebenbei noch was davon, dass die Dunkelheit, die Bedrohlichkeit und die Lebensfeindlichkeit des ewigen Eises sind. Dann ist es alles irgendwie zeitlos. Zeit, die einfriert. Ihr so sehr nahe wie ihr Satuaria, Satinavs, Sinde, Kälte wirkt. All diese Elemente, die miteinander verwoben und verschmolzen werden. Was möchte Isarun tun, während Boltax die elementare Djinne ruft? Ich möchte mich nach einem geeigneten Versteck umschauen, damit der heraneilende Nekromant nicht gleich sieht, wie viele Leute hier sind. Ja, eins der Häuser in dem inneren Kreis wahrscheinlich und keine Ahnung, vielleicht würde ich dann in diesen, wenn sich das anbietet. Du warst zwar selber noch nie hier, kannst aber auf, einfach weil das Dorf so sehr klein ist, kannst du dich dann hier relativ schnell zurechtfinden und so ein bisschen vor der Kälte schützen. Bisschen merkwürdig, dass sich Boltax dieses Mal nicht entkleidet hat. Weißt du doch, dass er sich normalerweise nackt anstellt. Doch diese Kälte ist zu kalt. Während den Minuten, die er sich vorbereitet, wird es kälter und kälter. Und das Scharren der Untoten kommt näher und näher. Dann aus den Häufchen, die Boltax gebildet hat, formen sich Glieder. Eine Brust, die birst. Der Atem, der gefriert. Die Tränen, die gerinnen. Boltax, du siehst, wie aus dem Haufen, dem gerufenen Element, junge, eiskalte Frauen steigt. Ein Djinn. Sie nickt. Ich halte ihren Blick stand, bleibe ganz klar, atme einmal ein, einmal aus und spreche dann. Mächtiger Djinn des Eises, bitte dich darum, mir einen Wunsch zu erfüllen. Kalt und klar formuliere ich ihn. Wird ein Mann kommen, Nikorius, ein finsterer Magier mit langem grauen Bart. Sein astrales Gewebe ist von undurchsetzter Struktur. Er hat Blutmagie benutzt und diese Untoten erhoben. Sie spotten dem Stillstand, für das das Eis steht. Töte ihn! Dann halte ich meine Hand, in der ich das Geschenk halte, einen Diamanten. Sie legt ihre eiskalte Hand, ihre Finger auf deine, dreht dabei deine Hand Halte stand. und küsst dann mit ihren eiskalten Lippen Staat. Du spürst ihre frostigen Finger, die zärtliche Grausamkeit, die in diesem kalten Kuss liegt, die sie dir mit ihren eisblauen Lippen Stimme nimmt und du etwas schläfrig wirst. Dann fängst du zu frieren. Du unter ihrem eiskalten Blick anfängst zu schweigen. Unbarmherzig stark. Sie nimmt dir den Diamant aus der Hand und zerdrückt ihn mit Splittern. Und dann schreitet sie in der Seelenruhe.
Aus ihren Fingern kannst du sehen, wie Eislanzen ausbrechen. Gesichter in Köpfe schießen. Reihe um Reihe. Toter um Untoter aus dem Wald nach draußen. Entweitet. Teilweise kannst du sehen, wie einige Pferde sich erhoben haben. Und der Serdenwald, die Armeen nach draußen spuckt. Während der Eisschen Kristall, ohne etwas zu sagen, Eislanze um Eislanze zerschießt. Ist Einzug hält. Was tun derweil Zulamin, Rafim und... Zulamin tigert im Zimmer auf und ab, unentschlossen. Eigentlich würde ich Ihnen gerne folgen, aber wir können Alariel nicht dorthin zurückbringen. Wir können sie aber auch niemandem anvertrauen. Entspannt euch, die sind schon alt genug. Isarun passt schon auf Boltox auf. Ja, ich denke, wir sollten einfach auf ihre Fähigkeiten vertrauen. Wir könnten dem Nekromanten den Rückzug versperren. Zwei Mühlen aubern. Zu dritt. Ich meine, nur ich würde gerne, aber... Wir haben schon Warunk erobert. Dieses Ding ist kleiner. Wir haben Warunk bereits zur Eroberung gemacht, aber wir erobert haben es die Rundrianer. Ich meine, hätten wir noch die 50 Trollzacke, dann glaube ich dir, dass wir das hinkriegen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir sie so schnell vermissen würden. Was wissen wir denn über seine Gefolgschaft? Untote? Untote auf den Feldern? Warten wir einfach ab, bis sie wiederkommen. Sie wären nicht mein Bruder, meine Schwester, wenn sie schwach wären. Nun, schwach sind sie ganz sicher nicht. Seht ihr, deswegen brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Und falls sie doch fallen, dann holen wir uns den Hurensohn. Und jetzt geht's schlafen. Ich halte den Rest der Wache. Wird nicht besser, nur weil er hier herumtigert. Habt recht. Ich will hier schlafen liegen. Irgendwann kann Isarun erkennen, wie Boltax durch die Kälte ist totgefroren in der Mitte zusammenbricht. Die Hesinde-Geweihte immer noch ihre Hesinde- und Varia-Liturgien herunterbeten. Ja, dann, also wenn ich sehe, dass Boltax zusammenbricht, dann würde ich natürlich nach draußen laufen und mich um ihn kümmern und ihn erstmal ins Warme wieder reinholen. Aus seiner Nase läuft blaues Blut, ja schon angefroren. Ja, träge wie ich bin, würde ich mich auch einfach ziehen lassen. Steif. Ja, sobald ich aus der Kälte bin, in das wahrscheinlich nur marginal wärmere Haus, würde ich ihm erstmal ein paar kräftige Backpfeifen verpassen, damit er nicht das Bewusstsein verliert. Und dann anfangen, seine Hände zu reiben, damit da wieder die Zirkulation beginnen kann. Boltax, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Na, sehr gut. Wenn du deine Hand greifst, um sie zu massieren, kannst du erkennen, wie ein Stigma in seiner Hand eingebrannt ist. Eine weiße, schneeweiße Flocke. Ja, ist ja interessant. Guck mal. Oh, wie schön. Der Kuss des Eises. Ja, es geht langsam. Oh, es wird wärmer. Hier, jetzt nehmt erstmal meinen Umhang. Danke. Oh, ja, besser. Oh, besser. Nun, der Djinn macht aber ganz ordentliche Arbeit. Ich habe schon ein wenig beobachtet. Ich war im ersten Stock des Hauses. Nun, ihr müsst verstehen, das Element Eis ist sehr stark mit dem Tod assoziiert und das Gegensätzliche zum Tod ist ja nicht das Leben an sich, sondern das Unleben, etwas dem Stillstand zu entreißen. Das ist etwas, was ein Djinn des Eises überhaupt nicht erträgt. Verstehe. Nun, jetzt müssen wir wohl warten. Draußen unsere Geweihte macht immer noch
Also solche Rituale habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hat, dass sie aus Maraskan stammt, dass man dort anders betet. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so viele Maraskaner kennengelernt, aber es scheint eine faszinierende Insel zu sein. Ich habe nur Schlechtes darüber gehört. Ihr solltet mal Yalan fragen, der hat furchtbare Geschichten zu erzählen. Ja, aber Yalan hat über alles furchtbare Geschichten zu erzählen. Ist so ein Miesepeter. Da kann ich nichts gegen sagen. Boah, jetzt wird es auch langsam wärmer. Sagt, habt ihr zufällig einen Schluck etwas stärkeren Schnaps oder so? Ach. Nun, vielleicht findet sich in dem Haus hier etwas, aber mitgebracht habe ich nichts, nein. Na, zu schade. Na, ich sehe jetzt hier auch nichts. Na, kann man nichts machen. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu lange warten müssen. Dunkelheit und Kälte sitzt, könnt ihr nach draußen aus dem Fenster schauen und mittlerweile bewegt sie sich nicht mehr. Sie ist bedeckt von Banken, die aus der Erde hochgewachsen sind, durch die Schneedecke hindurch, die sie schützend lassen, als ob sie sich langsam in so etwas wie einen Baum ver... Das finde ich jetzt sehr interessant. Ich auch. Ich glaube, ich würde gerne einen Oculus Astralis sprechen, um mir die ganzen astralen Verflechtungen hier an dem Ort mal anzusehen. Astralis. Ich glaube, ich würde vorher noch einen Odem hinterher schicken zur Vorbereitung. Ach, beim Oculus kann, ja gut, kann ich mir das auch schenken. Ich lasse mir aber Zeit. Eine sinnscharfe Probe. Ja, du hast genug Zeit, dir den Ort zu betrachten. Mit einer Sinnschärfe kannst du dann versuchen, nicht nur die Kraftlinie zu sortieren, sondern eben auch Ritualkreis, Fäden, die von unten, auch wenn es hier ein bisschen anders aussieht, und auch die Kraftlinie, die nicht nur von oben wächst, sondern auch von unten durch Purotea hindurchströmen. Sie wird jetzt wohl tatsächlich nicht zu so etwas wie einem Baum werden oder wachsen, sondern... Irgendwas macht sie da wohl. Sie stimmt sich auf den Ort ein. Das sind definitiv sehr, sehr elementare Kräfte. Alles sehr, sehr rein. Ja, das beschreibe ich natürlich auch alles für Boltax. Und wende meinen Blick auch mal in verschiedene Richtungen. Gehe mal so ein bisschen hin und her, sodass ich die Strukturen auch gut und dreidimensional beschreiben kann. Oh, so. Das klingt ja höchst interessant. Oh. Darf ich darauf eine Magiekunde-Probe machen? Ja. Weil das erinnert ja schon sehr an die druidischen Zauber, die ich kenne. Ja, sollte für dich kein Problem sein, das zuzuordnen. Und auch dir ist bekannt, dass Druiden sich auch in Bäume verwandeln können. Scheint eine Art eines druidischen Zaubers zu sein. Eine Verwandlungskomponente ist sie enthalten. Und sagt etwas. Zu der Verwandlungskomponente. Im Elementar. Könnte ich jetzt nicht bestätigen, dass ich hier dieses Merkmal sehe. Ah. Schaut einmal die Flussrichtung der astralen Kräfte. Sie bildet eine Art Kokon. Um Puotea-Schlangentochter. Gewissermaßen ein Schirm, den sie spannt. Das ist ja. Seht ihr, welches elementare Merkmal hier vorhanden ist? Gib mir einen Augenblick. Welches war das? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Also nicht Eis, sondern Humus. Das Gegenteil. Mhm. Humus, ganz klar. Ja, das macht durchaus irgendwie Sinn, wenn Santuaria für Gedeihen steht. Ihr Heiligtum wohl dem Humus sehr nahe steht. Nun jedenfalls mehr als die anderen Elemente und wir haben ja auch diesen seltsamen Teich dort draußen an der Straße gesehen. Da habt ihr wohl recht. Nun, so oder so, wenn die Elemente... dies hier schützen, dann ist es gut. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nur muss man dafür sorgen, dass die richtige Person an diesem Ort ist.
Und wie gut, dass diese Person uns einen Gefallen schuldet. Ich weiß. Ihr nächsten paar Stunden zusehen oder euch dann auch dementsprechend zur Ruhe legen. Aus den Welten strömen, sondern ihr darauf hofft, dass sich der Djinn wohl um die Untergrund als finsteren Nekromanten sein Schicksal gefunden wird. Die Zeit wird es zeigen. Nächsten Morgen, wenn die Sonne aufgeht, könnt ihr erkennen, wie Dorothea Schlangentochter nach drinnen kommt. Nicht durchgefroren aus, obwohl es draußen bitterkalt ist, aber Schnee ist komplett verschwunden. So schneefrei vor, wie es vor wenigen aussah. Nickt euch zu. Seid bedankt. Wir waren gerade noch rechtzeitig hier. Ihr habt uns ebenso Zeit erkauft. Nun, tat, was ich konnte. Die Elemente schützen diesen Ort und er ist Teil der Elemente. Ich werde mich aber um diesen Ort nicht kümmern, permanent. Ich habe andere Aufgaben. Vor allem Agonita. Nun könnt ihr zumindest eine Weile hier verweilen, bis wir, ich weiß nicht, eine weitere Schwester von euch hierher schicken. Ihr kennt bereits eine Schwester, die sich am besten darum kümmern kann. Es ist ein Heiligtum. Ein Heiligtum, auch wenn das für einfachen Eingeweihten nicht ganz so aussehen mag, doch dort muss geschützt werden. Das ich kann mich nicht auf meinen Besen setzen und nach der nächsten Schwester suchen. Nun, das können wir genauso wenig. Und wir werden Alariel Nachtschimmer nicht herausrücken. Nicht nach dem, was sie getan hat. Richtet sie vor Ort. Bringt sie nicht nach Gareth, sondern richtet sie und versprecht ihr nicht den Tod, sondern dass sie Abbitte leisten darf durch irgendetwas. Ihr habt eine juristische Ausbildung, ebenso wie ich. Ihr wisst, dass wir diesen Prozess selbst durchführen können. Dafür brauchen wir Gareth nicht. Sie muss hier bleiben. Wer garantiert, dass sie nicht wieder Menschen knechten wird? Wenn Hexen etwas versprechen, dann ist dies gerne auch mit Blut geboren ewiglich. Davon aus, dass sie darauf einlässt. Denn Gareth findet sie unter den Prioten nur den Tod. Und es ist wichtig, dass sie hier ist. Nicht nur irgendeine Hexe, sondern besonders. Ich glaube, das sollte euch klar sein, wenn ich sagte, dass sie 300 Jahre alt ist. Und Xenos ist 800 Jahre. Also das Alter spielt jetzt hier wirklich keine Rolle. Sie ist eingeboren. Was auch immer das ist. Was soll denn das bedeuten? Ich hatte keine Mutter. Keinen Vater. Ist die Natur. Das erscheint mir doch sehr unwahrscheinlich. Aber gut, was auch immer. Irgendwie, natürlich wird sie über beachtliche magische Kräfte verfügen, wenn sie schon wirklich so alt ist. Sohn, ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass ich euch sie abnehmen wollte ohne einen Prozess. Machen wir es doch hier. Ihr seid die Gaugrafen. Ihr könnt richten. Boltax, was meinst du? Lass mich kurz überlegen. Also ein wenn fairer ihr sagt, Prozess, ein Richter, ein Ankläger, eine Verteidigung. Wenn ihr sagt, dass sie die Natur ist. Das glaube ich irgendwie nicht. Denn es gibt keine Personifikation von elementaren Gewalten. Das sind alleine die Elemente und ihre Elementare. Aber sie kann durchaus eine sehr mächtige Zauberin sein. Das unterschätze ich auch nicht. Und ich denke, wenn sie sich beweisen muss, dann vor der Natur selbst, soll sie etwas tun, was diesem Ort hier gerecht wird. Ich habe diesem Ort etwas Zeit verkauft. Ich schlage vor, wir begeben uns wieder zurück nach Zheim und können dann dort gemeinsam mit ihr Zukunft machen. Ihr könnt gerne die Anklage führen, Ron. Ihr könnt auch gerne richten, wenn ihr. So kann ich beides tun. Kann auch die Verteidigung sein. Es ist mir gleich. Spielen wir das durch. Ja. Dann bleibt Alariel hier. Er kauft uns Zeit. Nun, zunächst zu dem Gefallen. Reden. Der steht ja unabhängig vom Prozess zur Disposition. Wollen wir ihn gleich hier bitten, einzufordern?
Was meint ihr, Isarun? Nun, außer es gibt einen guten Grund zu warten. Mir fällt jetzt keiner ein. So oder so wird es zur Schlacht mit dem Drachen kommen. Ob Alariel nun schuldig gesprochen und hingerichtet wird, oder ob wir sie freisprechen und da aufladen. Ich möchte euch bitten, als Hexe, die gesamten Schwesternschaften anzurufen und die zum Kampf gegen den Drachen zu versammeln. Das ist das Gleiche, was ich schon Alariel vorgeschlagen habe und was sie so unwirsch ablehnte. Ja, und dann? Ich schlage ein. Gibt sie die Hand ebenso, Isarun? Ich schlage auch ein. Dieses Versprechen brauchen wir nicht Blut zu begießen. Ihr versteht, ich glaube euch auch so. Ich habe keinen Lug oder Trug in euren Gedanken gesehen. Deshalb, außerdem mag ich Blut nicht so. Das ist immer so theatralisch und so. Also, ich verlasse mich darauf, dass ihr euer Wort haltet. Nun gehen wir zurück und schauen einmal. Nach einem halben Tag der Reise kommt ihr wieder einmal durchgefroren in Arvesheim an. Und so könnt ihr mit einem ekelhaften Bier in der Hand das gute Arvesheimer genießen, als sie wieder auf euch zukommen. Ja, das seid ihr endlich wieder. Und? Möchte unser Hiersein nicht für sich? Habt ihr den Nekromanten erwischt? Ich gehe davon aus, dass es mein Eiselementar getan hat, ja. Ihr vermutet. Ihr wisst also nicht. Unterschätzt ihn nicht. Ich bin ein wesentlich besserer Elementarist als ihr, Abelmir. Das mag sein. Ihr unterschätzt manche Mitglieder der Schwarzen Gilde. Das weiß ich nicht. Also. Voltax, das war doch nicht nötig. Naja, man muss den Kleinen immer die Sachen vor Augen führen, an denen sie noch arbeiten können. Nicht wahr? Und Abelmir ist ja ein sehr gelehrsamer Mann. Also wird er irgendwann auch einmal ein guter Elementarist werden. Ihr wisst ja. Also nicht, ob der Nekromant tot ist oder nicht. Der Nekromant ist nie in Wiedmanns Hus erschienen. Also nein. Danke. Was wir gesehen haben, dass der Eisdjinn sehr viele Untote vernichtet hat. Ist das Heiligtum gesichert? Ja. Natürlich. Nun, ich denke, das ist das Entscheidende. Wie soll und es jetzt können wir weitergehen? Dann jetzt los? Nicht, dass ich nicht gerne in dieser gammeligen Taverne bin, aber ich bin nicht gerne hier. Ich hätte erstmal ein Bier. Ganz gerne. Hier, du kannst noch meins haben. Oh, danke. Können wir dann gehen? Noch nicht. Purothea Schlangentochter hat uns noch um etwas gebeten. Sie kann selber, obwohl sie diese Schutzmagie aufrechterhalten kann in dem Heiligtum, nicht dort bleiben wegen ihrer Verpflichtungen gegenüber den Drakonitern. Sie schlägt vor, dass es die vormalige Bewohnerin tut, die Hexe Alariel. Das klingt dumm. Ja. Also das hat sie uns gestern schon vorgeschlagen. Wieso sieht dieser Vorschlag bei Tageslicht betrachtet besser aus als am Vorabend? Das ist eine gute Frage. Sie schlug vor, dass wir hier an Ort und Stelle einen Prozess machen, anstatt bis Gareth zu warten. Dürft ihr das? Das darf ich. Und dann richten wir sie hin? Ich meine, ich richte die Frau wohl hin. Aber warum sollte ich das machen? Lass uns doch wie in den Gareth machen. Nun, sie schlug vor, dass die Hexe verurteilt wird, allerdings dazu Abbitte zu leisten. Aber Isarun, wenn man sich vorher aufs Urteil einigt, dann wofür der Prozess? Das ist keine Verhandlung, Das ist einfach nur, wir einigen uns auf was. Richtig. Also mir ist das egal. Ich sehe ein, dass es ein wichtiges, elementares Heiligtum ist. Ich habe diesen Ort untersucht. Tatsächlich ist dort eine elementare Reinheit zu spüren, die ich sonst an seltenen Orten gespürt habe. Und ich sehe ein, dass es ein wichtiger und zu verteidigender Ort ist. Allerdings, diese Hexe hat auch Verbrechen begangen, wie wir ja festgestellt haben. Ich wüsste auch nicht, wie wir garantieren oder überprüfen können, dass sie nicht wieder so etwas anstellt, auch wenn sie uns ihr Wort gibt.
Nun, also, ich finde, Abel Mia hat die meiste Prozesserfahrung von uns allen. Wenn überhaupt, dann soll er das Urteil sprechen. Ich soll über eine Hex richten? Ja, was für eine schlechte Idee. Entschuldigung, Boltax. Aber wieso? Was kümmert mich diese Hexe? Ja eben, ihr seid unbefangen. Ihr wart nicht durch die Hexe. Ich habe keinerlei Interesse, einen Prozess oder ein Urteil zu fällen über diese Frau. Aber dass sie schuldig ist, da sind wir uns doch einig. Das zweifelt hier doch niemand an. Wofür der Prozess? Der Prozess ist dafür da, um sie schuldig oder unschuldig zu sprechen. Was sieht denn euer Kodex? Das Einzige, was ihr wollt, ist über das Strafmaß verhandeln. Was sieht denn euer Kodex als Strafe für ein solches Vergehen vor? Habt ihr juristisch denn die Freiheit, das Strafmaß dahingehend zu mildern, dass ihr einen Dienst an der Gemeinschaft tun soll? Nun, der Kodex schlägt bei solchen... Es gibt gewisse Strafen. Diese können nicht durch einfache Mitglieder der Gilde verändert werden. Dies können nur die Oberhäupter der Gilden. Eine Rechtskundeprobe würfeln? Magiekunde bzw. Magierecht zählt. Besitze dieses Talent nicht, oder? Ach, das war Magiekunde, Entschuldigung. Doch, 6 Punkte. 2, haha. 6 Punkte. So schlecht ist das nicht. Ein Wurf ist schlecht. Also, Hexe ist nicht in der Gilde, dementsprechend wird sie nicht nach Gildenstatuten geregelt. Dann könnte man sie profan aburteilen nach den Geräter Strafgerichten. Das ist möglich. Da muss man die Deliktart wieder. Das sind 3 Delikte, die sie begangen hat. Einmal tun wieder die Sitten und die gute Ordnung, Verstöße gegen die Regeln des Gemeinwesens. Dafür kann ein Richter nach 3 Statuten urteilen und das kann er sich selbst überlegen. Er kann mild, normal oder streng beurteilen. Das ist dem Richter ablassen. Dementsprechend gäbe es für dieses Delikt eine Ermahnung, den Anger oder die Züchtigung. Dann hat sie getan, tun wieder die Stadt und ihre Bürger. Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Dafür gibt es mindestens den Pranger. Dann gibt es die Züchtigung und den Pranger. Oder, ja. Und tun wieder die 12 Delikte gegen die Götter und ihre Kirchen. Weil sie vor allem einen Geweihten angegriffen hat. Mindestens Zulamin. Dafür gibt es, weil es eine schwere Straftat ist, entweder das Mahl. Bei einer normalen, beim normalen Richter die Verstümmelung und beim Tod.